5722 zu 17 Szczęsny ist auf dem Posten. Mata darf im rechten Halbfeld ungestört flanken und schippt einen Heber hinter die Abwehr der alten Dame. Pogba sprintet los und wird vom aufmerksamen Szczęsny überrascht. 5622 zu 16, wo will den Bonucci hin? Der Innenverteidiger der Gäste geht bei einem Angriff auf der rechten Außenbahn in die Lücke und will von Cuadrado tatsächlich den Ball in die Spitze. Lindelöf verhindert den Abschluss des Ersatzstürmers. 5522 zu 14. 10 Minuten sind im zweiten Durchgang bereits vorüber und die Szenerie erinnert stark an die ersten 45 Minuten. Manchester United bekommt auch nach dem Seitenwechsel zu wenig Kontrolle im Mittelfeld und kann daher kaum zwingend angreifen. 5222 zu 13. Die Red Devils wollen angreifen, Juve tut es. Kommt die alte Dame an den Ball, sehen die Angriff der Gäste sofort besser aus als bei Manut. Nach einer Ecke von Dybala löffeln die Turiner den Ball auf die rechte Seite, wo Ronaldo zum Tor gegen die Ex ansetzt. Der Superstar wirft sich in einen Versuch aus 16 Metern und zwirbelt die Kugel Richtung rechtes Lattenkreuz. Keeper De Gea muss mal wieder in die Luft und fischt den Versuch mit einer Hand aus der Ecke. 4922-09, was für eine Gritsche. Nun hat Manchester erstmals eine richtig heiße Idee parat und legt Martial den Ball am linken Fünferrand in den Lauf. Der Franzose will schon abziehen, doch dann kommt Chiellini mit der Monster-Gritsche. Der Juve-Captain rauscht in Martial und klärt mit einer harten, aber fairen Gritsche. 4722-07 Flipper. Manchester will mit einem Torschuss beginnen und startet mit einem wilden Durcheinander. Martial probiert es erstmal vom linken Strafraumeck und bleibt an Chiellinis Schienbein hängen. Danach hoppelt der Ball zu Pogba, der 10 Meter weiter rechts auch nicht mehr schafft. 4622-04 United Comeback oder dritte Juve-Sieg in Serie. Die zweiten 45 Minuten laufen. Wechsel gibt es auf beiden Seiten erstmal keine. 4521 zu 51 Halbzeit-Fazit. Juventus Turin hat bei der Ronaldo-Rückkehr alles im Griff und führt nach der 1-Halbzeit verdient mit 1 zu 0. In den ersten 45 Minuten brauchte Juve nicht lange, um in Manchester die Kontrolle zu übernehmen. Die Italiener ließen United mit einer ballsicheren und kompakten Vorstellung kaum Luft zum Atmen und setzten im Angriff immer wieder auf variantenreiche Abspiele hinter die Viererkette. Dybala besorgte so schon nach 17 Minuten die Führung, die Juventus in der Folgezeit fast noch erhöhte. In der 38. Minute rückte dabei United-Keeper De Gea in den Fokus, der eine aussichtsreiche Doppelchance der Turiner stark parierte. Will United heute nicht leer ausgehen, braucht die MUFC-Offensive schnell eine Wiederbelebung. Insbesondere im Mittelfeld hat Manchester bislang kaum Zugriff. 4521 zu 47 offizielle Nachspielzeitminuten, 14321 zu 46 Lindelöf sicher. Juventus läuft kurz vor der Pause nochmal mit allen Offensivkünstlern an und setzt erneut auf die rechte Seite. Joao Cancelo spurtet los und macht dann im 16er angekommen mit Lindelöf Bekanntschaft. Der Schwede nutzt seinen Körper und läuft Joao Cancelo einfach ab. 4021 zu 45 nochmal eine Drangphase der alten Dame. Kurz vor der Doppelchance bekam United ein Bein in die Partie, nun schnuppern die Gäste am zweiten Treffer. Dybala stiehlt sich am Ende des rechten Strafraums frei und zwirbelt den Ball mit einem Schuss aus der Drehung knapp am rechten Alo vorbei. 3821 zu 42 durch Gea mit einer starken Doppelparade. Just in dem Moment, als United ein bisschen besser reinkommt, macht Juve fast das 2 zu 0. Ronaldo tritt zunächst einen Freistoß aus halblinken 25 Metern und hämmert die Kugel ansatzlos auf die Mitte des Tores.
De Gea faustet den unangenehmen Schuss nach vorne weg, dann stürzt sich Matuidi auf den Rebound. Der Franzose nimmt den Ball volley und visiert mit einem Brett das rechte, obere Eck an. De Gea fliegt nach rechts und pariert erneut mit einer tollen Reaktion, 3621:39, ähnliche Szene auf der anderen Spielfeldseite. Auch Manchester generiert auf der Flügelseite viel freies Grün und schickt Martial links auf die Reise. Der Franzose stoppt 20 Meter vor der Kiste ab und bekommt seinen Pass zu schon nicht durch 3421:37 brandgefährliche Juve-Konter. Die alte Dame schaltet blitzschnell um und erspielt sich auf der rechten Außenbahn eine deutliche Überzahl. Dybala zeigt seinen angepeilten Laufweg gleich mehrere Sekunden an und erhält das Leder von Cuadrado aber trotzdem zu spät. Als das Abspiel erfolgt, ist der Winkel für Dybala zu spitz, 3321:36, faires Old Trafford in der 32. Minute gibt es mal wieder einen Eckball für United und schon geht im Stadion die Post ab. Die Unterstützung ist die Torchance nicht. 3121:35, kein Ideenreichtum. Die Hausherren haben nach langer Zeit mal wieder die Kugel und laufen mit ihr relativ kopflos an. Als dann der Steilpass in den 16er ausbleibt, reagieren die Fans mit ersten Pfiffen, 2921:32, die United-Abwehr wackelt. Die Vorstöße der Turiner zeichnen sich schon sehr früh ab und sind für Manchester im Prinzip vorhersehbar. Trotzdem hat die Mourinho-Truppe große Probleme und wird an den Schnittstellen der Viererkette leicht überspielt. Dybala ist dadurch am rechten Pfosten mit einem Müll komplett blank und darf freistehend quer in den Fünfer legen. Direkt vor De Gea rettet Lindelöf 2721:30. Die Ballbesitzphasen sind bei Manchester United aktuell sehr gering. Martial will nach einem 2 Minuten langen Juve-Angriff auf der linken Seitenlinie Gas machen und rutscht dabei ins Aus ab. 2521:28. Beim MUFC gibt es momentan nur wenig Entlastung. Die alte Dame kombiniert im Angriffsdrittel sicher und lässt nichts anbrennen. United findet noch kein Mittel gegen das kompakte Mittelfeld der Italiener. 2321:27, Dybala bleibt hängen, dafür zündet Joao Cancelo eine Rakete. Der Außenverteidiger nimmt einen Doppelpass am rechten Strafraumeck sauber an und pfeffert kurz nach Ballannahme sofort drauf. De Gea fliegt nach rechts und pariert stark mit beiden Händen. Juve will das 2:0, 2221:25 wieder Dybala. Der Argentinier hat nun schon 4 Königsklassentore auf dem Konto und will jetzt auch noch seine 5. Bude machen. Am linken Pfosten lehnt sich Dybala geschickt in Lindelöf und kommt um ein Haar zum nächsten Abschluss. 2021:24 und somit lübigen die Red Devils wieder mal hinten. In dieser Saison ein gewohntes Bild bei Manchester United. Zeigen die Kicker von José Mourinho Moral. Juve reißt das Leder nach der Führung an sich und treibt die Passquote in die Höhe. 1721:20 Tor für Juventus, 0:1 durch Paulo Dybala, aber jetzt staubt Dybala ab und sorgt für die Juve-Führung. Ronaldo marschiert auf der rechten Flügelseite und flankt zart in den Fünfer. Dort beschäftigt Cuadrado Gegenspieler Smalling so effektiv, dass dieser den Ball unabsichtlich nach hinten auflegt. Dybala startet in die Lücke und trifft aus kurzer Distanz, 1621:19 sorgt für einen Abschluss. Der Flankenball kommt an die rechte Fünferkante, wo Hüne Lukaku hochsteigt und das Leder mit einem wuchtigen Kopfball hoch in die Luft wirbelt. Szczęsny muss ran und sichert das Spielgerät mit einem Sprung nach oben, 1521:19 hat er Zusammenprall. Matuidi und Pogba geraten im Halbfeld zeitgleich ans Leder und der Juve-Spieler kommt einen Tick zu spät.
durchaus clever gemacht von Pogba, der genau weiß, dass bei seinem Einsteigen nur ein Foul des Gegners folgen kann. Mata darf wieder an den Standard und 1421 zu 16 Dybala. Jetzt macht es die alte Dame besser und sorgt über die rechte Angriffsseite für eine brauchbare Abschlusssituation. Cuadrado flankt mit viel Gefühl in den Fünfer und Goalgetter Dybala köpft freistehend daneben. Der Argentinier kann die Balance nicht ganz halten und übergibt De Gea die Kugel wieder. Rückpass 1221 zu 15. Die erste gute Torchance lässt noch auf sich warten. Beide Teams nähern sich dem Strafraum, bekommen ihre Flanken oder Standards aber noch nicht hinter die Kette. Nun tritt Pjanic aus weiten 30 Metern an und schiebt seine Hereingabe klar ins Tor raus. 1021 zu 13, da kommt auch Ronaldo nicht ran. Auf dem rechten Flügel sprintet Cancelo bis an die Eckfahne, wo er dann zu einer langen Flanke auf dem zweiten Pfosten ansetzt. Ronaldo läuft schon ein, ist für einen etwaigen Kopfball aber einen Schritt zu spät. 921 zu 12, seltsamer Seitenwechsel. United überbrückt das Mittelfeld mit einem langen Ball und findet auf dem rechten Flügel Lukaku. Der Belgier will unbedingt einen kompletten Seitenwechsel einleiten und ballert die Kugel direkt in die gegnerischen Beine. 721 zu 10, erste kleine Aktion von Ronaldo. Der Rückkehrer schleicht sich im Rücken von Smalling davon und schießt diesen dann auf der Torauslinie clever an. Den nachfolgenden Eckball von Dybala klärt Smalling dann mit einem Befreiungsschlag. 521-08, der Finn wird von der Security schnell eingesackt und weniger später markiert Wojciech Szczęsny seine erste Ballberührung. Der polnische Keeper fischt die etwas zu hohe Hereingabe vom Himmel und klärt. 421-07, Flitzer-Alarm. Kurz bevor Mata aus rechten 40 Metern einen ersten Freistoß in den Fünfer schicken will, schafft es ein Störenfried auf den heiligen Rasen. Vielleicht ein Ronaldo-Fan. 321-05, er setzt beim Schlagabtausch der beiden Schwergewichte die ersten Akzente. Juve schnappt sich erstmal die Kugel und betreibt in aller Ruhe von hinten heraus den Spielaufbau. 121-03 und los. Manchester United begibt sich in den Mittelkreis und eröffnet die Partie mit dem Anstoß. Direkter will's tragen wie gewohnt rote Trikots. Juve ist ebenso traditionell in Schwarz und Weiß unterwegs. 21 Uhr, welcher war Cristiano Ronaldo? Die United-Fans erheben sich für ihren verlorenen Sohn und feiern CR7 mit lauten Sprechchören. Als der Stadionsprecher bei der Juve-Aufstellung Ronaldo verkündet, geht Jubelsturm durch das rund 20.54 Uhr, gleich geht im Theater der Träume der Vorhang auf. Ronaldo trifft auf seinen Ex-Club Pogba auf seine ehemalige alte Dame, wer gewinnt? Über 70.000 Fans im Old Trafford sind bereit, wir sind es auch. 20.51 Uhr, ähnlich wie bei Manchester United, ist auch auf für Juventus das heutige Aufeinandertreffen eine wichtige Standortbestimmung. Die Italiener blieben am letzten Serie A-Spieltag beim 1:1 in Genau erstmals nach 8 Siegen am Stück ohne Dreier und bekommen mit Manut nun die erste, größere Hürde der neuen Saison. Manchesters Teams ist sehr athletisch, kräftig und kopfballstark. Wir müssen aufpassen, warnt Trainer Massimiliano Allegri. 20.46 Uhr, heute darf CR7 also wieder mitmachen und soll bei seiner Rückkehr nach England mithelfen, Juve vor dem ersten Punktverlust zu bewahren. Ronaldo ist derzeit in Topform und schraubte seine Torquote in den vergangenen 6 Partien auf 5 Treffer hoch. 20.35 Uhr, noch näher am Achtelfinale ist nur noch die alte Dame selbst. Juventus Turin feierte in der CL einen Auftakt nach Maß und fertige Valencia und Bern jeweils klar und deutlich mit 2:0 und 3:0 ab.
Im Premierenmatch gegen den FC Valencia verkraftete Juve sogar einen frühen Feldverweis von Cristiano Ronaldo, gegen Bern gelang Paulo Dybala ein Dreierpack. 20.26 Uhr sahen einige Fans bereits den eigentlich sicher geglaubten Sieg bei den Blues schon als Turnaround, soll nun gegen Juventus die Vollendung folgen. In der Champions League startete United entgegen der Liga souverän und verbuchte bereits 4 Punkte. Auf das klare 3:0 in Bern folgte vor eigener Kulisse ein 0:0 gegen Valencia. Mit einem Sieg gegen die alte Dame wäre United schon vorzeitig auf Achtelfinalkurs. 20.16 Uhr, er liebt diesen Verein und die Fans werden ihm Respekt und Ehre erweisen, ist sich Trainer José Mourinho sicher. Rein sportlich kommt für Manu das Kräftemessen mit dem verlorenen Sohn zu einem durchaus passenden Zeitpunkt. Die Red Devils haben ihre großen Probleme in der Liga ad acta gelegt und holten am vergangenen Spieltag ein beachtliches 2:2 beim FC Chelsea. Manchester drehte an der Stamford Bridge einen 0:1 Rückstand und wurde erst in der allerletzten Minute durch einen Last-Minute-Treffer gestoppt. 20.07 Uhr in Manchester ist die Vorfreude auf den Schlagabtausch mit Rückkehrer Cristiano Ronaldo riesig. Gegen diesen Spielen bin ich zu Manchester United gekommen, sagte Romelu Lukaku vor dem Europapokalkracher im Club TV. Die erfolgsverwöhnten, aber schwächelnden Red Devils lechzen nach einer magischen Nacht im Old Trafford und wollen ihrem Ex-Siebener Cristiano Ronaldo heute unbedingt die Stirn bieten. 19.57 Uhr, guten Abend und herzlich willkommen zur Königsklasse. In der Gruppe H kommt es um 21 Uhr zu einem brisanten Duell, Cristiano Ronaldo gastiert mit Juventus bei seinem Ex-Club Manchester United. Gelingt den roten Teufeln der Heimsieg oder tut Ronaldo alten Liebe weh?